Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen bei DSA, Satinavs Ketten. Ja, ein Spiel von der Delic Entertainment. Und ich habe es mir deswegen ausgesucht, weil ich erstens diese fantastische Welt von das schwarze Auge einfach mag. Auch wenn ich mich nicht viel auskenne darin. Ich weiß, dass es ein Aventurien spielt. Und weil ich einfach diesen Stil, den der Delic Entertainment bei seinen Spielen aufweist, einfach liebe. Es ist so wunderschön gezeichnet. Die Geschichten an sich, die sind immer sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und bevor ich da groß rumrede, gehen wir doch einfach mal und fangen von vorne mit der Geschichte an. Den Zwölfen zum Gruße, Geron. Wähle die Art deiner Reise. Wir haben ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spielereinstellungen nachträglich wieder eingeschaltet werden. Ja, das ist eine gute Frage. Also wie ein Point-and-Click-Adventure funktioniert, das weiß ich ja. Ich wäre aber trotzdem dafür, einfach mal das hier zu nehmen, weil vielleicht gibt es ja hier irgendwie Besonderheiten. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Mit Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten. Mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Ulgird, um ihn anzusprechen. Ich wär... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Das wollen wir doch mal sehen. Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Versuche Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu ergreifen. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um nach ihm zu schlagen. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Okay, wir haben einfach mal die falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. So, Geron soll also böse sein.
Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol neben der Inventarleiste. Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind. Na, dann werden wir doch mal ein bisschen zaubern. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Damit wurden wir einfach mal in die Geschichte von Geron dem Vogelfänger geworfen. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugird und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Wie war. Gwinlings Müdigkeit. Käfig reparieren, Krähen. Komm, wir reparieren den Käfig. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Krähen? Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Okay. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Das ist richtig. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Okay, das hört sich nicht sehr gut an. Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwinling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Es ist sehr seltsam, sehr seltsam. Dieser Gwinling ist irgendwie komisch. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Richtig, Schluss. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute.
Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Okay, ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Okay, er will uns also nicht Ich helfen. Muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Na gut, dann machen wir das eben alleine. Ja. Okay. Was haben wir da? Eine Netzfalle, ein Taubenei, ein Wurfnetz, ein Hammer und 4 Kreuzer. Und sonst nichts. Schauen wir mal, ob man den Käfig... Ist bereits in 2. Schon kaputt. Ist bereits in 2. Ach. Ich kann ja nur kaputt machen damit. Ich dachte, ich kann kaputt machen und reparieren gleichzeitig. Das ist schade. Okay. Na gut. Dann... dann gehen wir einfach mal raus und machen da weiter, wo ich wir... Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Schau eine an. Kupferne Eichenblätter. 2 Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Sehr spärlich eingerichtet, aber ihm gefällt's wohl. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht, ach Mann, jetzt habe ich wieder aus Versehen den Text weggeklickt. Ja, Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgiert? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Auf Olgiert einreden. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgiert, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Oh Gott, er will es also einfach nicht. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria... Das wäre so natürlich wie, wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Sehr geistreich. Okay, wir probieren nochmal auf Olgiert einzureden. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgiert? Ja und? Das reicht schon mal. Das wäre das Ende. Dann würde uns der Blödsinn. Es wäre das Ende. Oh, das Hexenba... du... Okay, es bringt also nicht viel. Also muss ich mir irgendwas ausdenken, um ihm dieses Blatt abzuluxen. So. Was können wir tun? Schweinetrog. Schweine? Komm, wir unterhalten uns mal mit den Schweinen. Ihr stinkt. Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Was? Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Das wäre ja echt nervig. Kommt aus der Haustür raus und hätte so ein dickes, ekelhaftes Stück. Unbeschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Weißwütige Viecher, denen darf man nicht zu nahe kommen. So, so. Was passiert, wenn ich das da mache? Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Und wenn nun ein Karrenrad dagegen kommt? Aber solange die Fässer lediglich in unser Haus krachen... Stört das vermutlich niemanden. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Okay. Also kann man hier... Ich muss den irgendwie das Blatt abluchsen und ich muss mir die neue Spielmann... Oh, das ist schön. Spielmann. Ich liebe Spielmänner. Lostopf.
Hilda und der Gindrich. Reden wir doch mal. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich hab viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Na, oh, wie nett. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wow. Wir werden ja sehen. Ich sehe schon, der gute Geron ist nicht so beliebt in Andergast. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen, hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Tja, wie du mir, so ich dir. Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbeut natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Hm. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Bogumil Zornbeut. 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 Hab schon wieder vergessen. Oh, was kann man hier machen? Schachtel. Finger weg. Hey, weg da. Ja, okay, gut. Hab's geschnallt. Aber die hat eine schöne Stimme. Die Hilde. Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. So. Das ist eigentlich wohl eine von wenigen, die nichts gegen Geron hat, wenn ich das richtig sehe. Der Lostopf. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. So. Oh, ich hätte gerne den Schnaps. Dann kaufen wir doch. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hm? Okay, nein, wir kaufen nichts. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Okay. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Okay. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Musik auf dem Fest. Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen, dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. So. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. So. Na, mach's dann gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Dann gehen wir doch mal zu dem Spielmann und fragen ihn, ob er dieses Bärenlied spielen kann. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Der ist nett. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen?
Nein, nein. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Hm. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Das schaffst du schon, Friedhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach.